Hallo zum Update an diesem Freitag. Wir kümmern uns gleich ums Wochenendwetter, blicken aber zunächst mal auf die starken Regenfälle, die es in der Nacht und heute früh in der Mitte und im Osten Deutschlands gegeben hat und immer noch gibt. Es waren Mengen von teilweise mehr als 100 Liter auf den Quadratmeter vom nördlichen Hessen bis nach Thüringen hinein. Und es regnet dann vor allem heute über Tag in Sachsen noch teilweise intensiv weiter. Das zieht erst langsam nach Osten ab. Und dann haben wir ein insgesamt wechselhaftes Wochenende vor uns, allerdings auch mit ein paar sonnigen Phasen und sonnigen Regionen. Und da ist morgen nach diesem Regentag der Osten ganz besonders gut dran, denn da scheint längere Zeit die Sonne, etwa von der Ostsee bis zum Erzgebirge, bis freundlich, bleibt auch meistens trocken. Wir haben im Süden im Laufe des Tages weiterhin einzelne Regenschauer und Gewitter und auch im Westen und Nordwesten kommen dann von Benelux und der Nordsee einzelne Regenschauer und Gewitter am Nachmittag herein. Das Ganze bei Temperaturen im Bereich so zwischen 24 und 28 Grad, also relativ gleichmäßig verteilt das Ganze an den Küsten, ein bisschen kühler. Am Sonntag gibt es dann vor allem im Nordosten und Osten teilweise kräftige Regengüsse und einzelne Gewitter, die dann allmählich Richtung Polen abziehen. Auch im Süden noch einzelne Schauer. Am freundlichsten wird es dann am Sonntag an der Nordsee sein. Es wird insgesamt ein bisschen kühler als am Samstag, vor allem weil wir auch einen ziemlich lebhaften Nordwestwind haben. Kurzer Blick noch auf den Wochenstart. Da wird es wieder oft sonnig und sommerlich warm bis heiß. Der schönste Tag deutschlandweit wird dann wohl der Dienstag. Euch erstmal ein schönes Wochenende.